wie wir vergeben. Immer und immer wieder preist Jesus die Werte des Verzeihens. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst allda eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass allda vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Sagt das nicht ganz klar, dass solange wir Bosheit, Neid, Eifersucht, Rache oder Hass in irgendeiner Form in uns hegen, ein Hemmnis in unserem Bewusstsein liegt, das die Erhörung unserer Gebete verhindert? Nur im wahren Gebet ist es möglich, das Gefühl des Getrenntseins voneinander und von den beiderseitigen Interessen völlig abzulegen. Verstandesmäßig ist es praktisch unmöglich, zu glauben, dass wir alle gleichermaßen Kinder Gottes sind, denn die materielle Einstellung bezeugt das Gegenteil. Mensch heißt einfach Mensch, das, was wir sind, ein unendlicher, ebenbürtiger Sohn Gottes. Dies aber kann nie durch unseren Geist erkannt werden, sondern nur, wenn uns durch die Gemeinschaft mit Gott offenbart wird, dass wir alle eins sind. Alles, was einen Menschen versklavt, versklavt die Welt. Alles, was einen Menschen frei macht, trägt dazu bei, die ganze Welt zu befreien. Es bedarf einer inneren Gemeinschaft mit Gott, dass uns offenbar wird, warum wir selbst mitten im Krieg für unsere Feinde beten sollten. Wie wenige Menschen machen sich klar, dass das Beten für ihre Feinde recht eigentlich ihnen selbst die Türen des Himmels öffnet, der sie mit seinem Segen überschüttet. Es kommt nicht darauf an, ob eine Nation ein Feind oder ein Verbündeter ist. Für beide gilt dasselbe Gebet. Öffne ihre Augen, auf dass sie mit spiritueller Sicht zu sehen vermögen. Wir müssen den Wunsch haben, dass alle Menschen zu ihrem wahren Wesen und zu dem Ursprung allen Seins erwachen mögen. Selbst von denen, die ihn kreuzigen wollten, sagte der Meister: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, nachdem sie ihn in die Grube geworfen und in die Sklaverei verkauft hatten: Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Den ganzen Tag hindurch müssen wir Zeiten einschalten, in denen wir uns bewusst darauf besinnen. Ich vergebe, wenn ich irgendetwas gegen einen Mann, eine Frau oder ein Kind habe. Wenn jemands Vergehen mir beharrlich in den Sinn kommt, will ich immer und immer wieder vergeben. Ich suche für niemanden eine Strafe. Ich suche keine Rache. Ich suche nicht mein Recht. Ich gebe jedermann frei und lasse ihn gehen. Vater, vergib mir meine Vergehen, so wie ich denen vergebe, die sich gegen mich vergangen haben. Bin ich vollständig frei von Schuld? Hege ich in meinen Gedanken noch irgendeinen Groll gegen einen Menschen, eine Gruppe oder eine Nation? Habe ich irgendwo nicht vollständig verziehen? Ist mir wirklich vergeben? Es gibt niemanden unter uns, der sich nicht schuldig gemacht hätte. Bei der Vergebung gibt es ein Geheimnis. Es gibt nichts und niemanden, der uns vergeben kann. Es gibt daher keine Möglichkeit für uns, je Vergebung zu erlangen, außer unter der Bedingung, dass keine Möglichkeit zur Wiederholung des Vergehens besteht. Wir meditieren und betrachten die Situation von oben bis unten, bis wir plötzlich ein klares Bild haben. Und zwar nicht nur der Verkehrtheit dessen, was wir taten, sondern auch der Wahrheit, dass der Bewusstseinszustand, der uns den Fehler ein erstes Mal begehen ließ, ihn uns auch das zweite Mal begehen lassen könnte, erst wenn wir sehen, dass dieser Bewusstseinszustand gar nicht mehr existiert,
sind wir gestorben und im Geiste Gottes wiedergeboren. Diesmal sagt Gott: Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer du bist. Ich sehe gar nichts Verkehrtes an dir, das zu vergeben wäre. Das ist der wahre Begriff der Vergebung. In Wirklichkeit gibt es keinen Gott, der vergibt. Wenn der Bewusstseinszustand abstirbt, der an Groll, Ärger, Eifersucht, Bosheit oder was es auch sei, Schuld ist, gibt es nicht nur nichts zu vergeben und niemanden, der vergeben müsste. Es gibt nicht mal einen Gedanken oder eine Erinnerung daran. Der Meister predigte uns keinen Gott, der uns erlaubt, ungestraft, sündigend unseres Weges zu ziehen, um uns dann sanftmütig die Zusicherung zu geben: Ich vergebe dir. Jedes Mal, wenn wir in unserem Bewusstsein an einen Punkt gelangen, wo wir unsere Irrtümer in Gedanken, Worten und Werken tatsächlich aufgeben, unsere Fehler im Tun und im Lassen bekennen, wo wir dieses tiefe Reuegefühl empfinden, in welchem wir wissen, dass es nicht wieder geschehen kann, sind wir weiß gewaschen wie Schnee. Dies beendet den Vorfall, trägt aber das Gebot in sich: Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. In Wirklichkeit gibt es so etwas nicht, dass ein Mensch dem anderen vergibt oder Gott uns verzeiht. Es gibt allein ein tägliches Sterben, jenes Bewusstseinszustandes, der Gut und Böse akzeptiert hatte und von dieser Voraussetzung aus handelte. Wenn dieses alte Bewusstsein geläutert oder gänzlich tot ist, kommen wir zu der Vollkommenheit des Selbst in Gott, wo wir wissen: Ich und der Vater sind eins. Alles, was der Vater hat, ist mein. Ich bin ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes, ein Miterbe Christi in Gott. Es gibt keine Sünde, die jemand begehen könnte und für die wir ihn verdammen, kritisieren oder richten würden. Denn wir wissen genau, dass der Bewusstseinszustand, der sie beging, nicht eigentlich der seine war, sondern an ihm aufgezwungener. Mit aufgezwungen meine ich ein Bewusstseinszustand unter dem Einfluss der Weltmeinungen und der allgemeinen Unwissenheit, welche das menschliche Wesen kennzeichnet. Wenn wir uns voll und ganz der Wahrheit bewusst sind: Ich und der Vater sind eins, und wenn wir keinen Wunsch mehr nach Menschen, Örtlichkeiten, Dingen, Zuständen oder Umständen hegen, sind wir wiedergeboren aus dem göttlichen Geist. Wir sind geläutert. Es bedurfte keines Gottes, um uns zu vergeben. Es bedurfte eines Sterbens und Wiedergeborenwerdens. In diesem neuen Bewusstseinszustand brauchen wir keine Vergebung, weil keine Sünde existiert. Wenn wir den Bewusstseinszustand erreichen, in dem wir die Vollkommenheit unseres Selbst in Gott erkennen, ohne die Spur eines Wunsches oder Bedürfnisses, dann liegt kein Hindernis mehr zwischen uns und dem inneren Urquell unseres Seins und folglich keine Hemmung in Form von Verdammung, Kritik oder Beurteilung, kein unerfüllter Wunsch, keine Gier, keine Sucht und kein Zorn. Wie ich so oft mit meiner Meditation fortfuhr, stieg eine andere Frage in mir auf: Bin ich für alles, was menschlich ist, abgestorben? Wenn es so ist, dann ist die Vergebung vollständig. Wenn nicht, dann muss ich stetig und ständig weiterhin sterben, bis ich meine Selbstvollendung in Gott erkannt habe. Immer und immer wieder müssen wir vergeben, vergeben, vergeben und niemanden richten, kritisieren oder verurteilen. Ein Herz, das seinen Mitmenschen verurteilt, ist ein Herz ohne Frieden. Es ist nutzlos, nach Frieden für Geist und Seele oder für irgendetwas anderes zu suchen, ehe wir die Christusbotschaft nicht erfüllt haben. Wir richten in uns jene Schranken, die es verhindern, dass das Reich Gottes sich in uns gründet,
wenn wir Menschen und Zustände verurteilen und immer noch Wünsche hegen, nicht nur die sinnlichen Wünsche, sondern sogar die als gut betrachteten Wünsche. All diese Dinge wirken in unserem Geist und hindern uns daran zu erkennen, dass wir das, was wir suchen, bereits sind. Mit anderen Worten, Gottes Gnade ist nicht etwas, das wir erlangen oder verdienen können. Gottes Gnade wurde seit Anbeginn in uns eingepflanzt, ehe denn Abraham ward. Sie wartet nur darauf, in uns zu wirken. Doch kann sie dies nicht, solange wir eine Vorstellung der Trennung von unserem Heil aufrechterhalten. Es wird uns niemals gelingen, Harmonie zu erleben, ehe wir nicht vollständig vergeben und selbst Vergebung erlangt haben. An jedem einzelnen Tage sollten wir eine Zeit einsetzen, in der wir uns bewusst darauf einstellen, dass wir keinen Menschen an seinen Sünden festnageln und nicht wünschen, dass überhaupt ein Mensch für seine Vergehen leide oder gar bestraft werde. Es ist niemandem möglich, wahre Vergebung zu empfangen und weiterhin Unrecht zu tun. Vater, ich komme zu dir mit reinen Händen. Ich binde niemanden an seine Pflicht. Noch halte ich jemanden fest zur Strafe für seine Sünden. Soweit es mich betrifft, Vater, bin ich bereit, dass du ihm vergibst. Was auch die Sünde gewesen sein mochte, sie ist vergangen und möge erledigt und vergessen sein. Und wenn er sie 70 Male wiederholt, vergib ihm 70 Mal dafür. Ich suche keine Rache und keine Vergeltung. Ich suche nur, mich als reines Instrument für deine Liebe und deine Gnade bereitzuhalten, auf dass ich würdig sei vor deinem Angesicht. Ich vergebe jedem, der sich je gegen mich vergangen hat, bewusst oder unbewusst. Ich bete zu dir, Vater, du mögest ihnen vergeben. Von nun an schuldet mir niemand irgendetwas, nicht einmal die Verpflichtung der Verwandtschaft. Was sie aus Liebe heraus geben, empfange ich frohgemut. Als Pflicht aber erwarte ich nichts von niemandem. Ich gebe Freunde und Verwandte und alle anderen Menschen frei. Sie schulden mir nichts. Es ist mein Vorrecht und meine Freude, ihnen zu dienen, so wie du mich führst. Ich bete mich selbst da, als ein leeres Instrument. Nimm mich in Gebrauch. Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Kein Teil der Bergpredigt wirkt so herausfordernd wie ihre Lehre, dass wir nicht nur unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst, sondern auch unsere Feinde. Gibt es zwei Mächte? Gibt es etwas oder jemanden, der außerhalb des Bereichs der Macht Gottes steht? Inwieweit glauben wir, dass Gott auf dieser, nicht aber auf der anderen Seite der Straße wirkt? Soweit wir imstande sind, an einen Menschen nicht als menschliches Wesen zu denken, nicht an seine Eltern, seine Erziehung, die Umwelt, sondern unser Bewusstsein auf Gott gerichtet zu halten und zu erkennen, dass alles, was existiert, von Gott ausströmt und jeder Mensch in ihm lebt und webt und ist, soweit vermögen wir unseren Nächsten zu lieben, selbst wenn er ein Feind wäre. Um sich des Reiches Gottes auf Erden zu erfreuen, ist es nötig, dass wir nicht einige Menschen als getrennt und gesondert von Gott betrachten oder als unwürdig, Söhne Gottes zu sein und so die Menschheit spalten.
Und so ist es auch, dass, wenn wir unter die Oberfläche und in das Herz aller Menschen blicken könnten, wir zweifellos entdecken würden, dass wir alle vereint sind, im gemeinsamen göttlichen Grund. Jeder von uns ist nur eine Erhebung oder Individualisierung dieses einen. Wenn wir Gott ehrlich suchen, als Lebensweg und nicht nur als Mittel zu einem erwünschten Zweck, entdecken wir, dass wir selbst eins mit dem Vater sind. In jedem Menschen ist ein spiritueller Funke, der gemeinsame Grund der Vereinigung mit Gott. Wenn wir in unserem Inneren jeden von seinen menschlichen Verpflichtungen entbinden und nur die Verbundenheit der Liebe bestehen lassen, fühlt er seine Freiheit, und in dieser Freiheit wird ihm das Geben zur Freude. Nur wenn der Geist Gottes einen Menschen anrührt, kann er geistige Liebe fühlen. Und diese Liebe ist dann nicht nur auf seine eigene Familie beschränkt, sondern erstreckt sich auf den Nächsten wie auf den Feind, fern und nah. Wenn der göttliche Geist einen Menschen berührt, quillt eine universelle Liebe hervor, eine Liebe, die keinen Gegenstand hat. Erstaunlich genug ist, dass diese universelle Liebe, die Liebe, die ein Mensch für seine engere Familie fühlt, vertieft und stärkt. Das Wissen, dass Gott die Seele alles Seienden ist, bedeutet nicht, dass er der Vater der Sterblichen sei. Es bedeutet, dass alle Sterblichen, ob gut oder böse, schließlich hinsichtlich ihres Glaubens an die Sterblichkeit sterben müssen und zu der Erkenntnis ihrer wahren Identität erwachen. Die Wahrheit kennen bedeutet, die Wahrheit über Gott und die göttliche Schöpfung kennen. Und dieses Wissen um die Wahrheit erweckt den Menschen und hebt ihn aus seiner Sterblichkeit und über sie hinaus. Jeder Mensch hat eine Seele, nicht eine abgetrennte, sondern dieselbe Seele. Und diese Seele ist Gott. Diese Seele ist nicht der Körper, sie ist Bewusstsein. Und je mehr sie von der Wahrheit berührt wird, desto mehr entfaltet sie sich, so als ob das Sonnenlicht sie erreichte und jede Knospe öffnete. Um jemanden richtig zu sehen, müssen wir die Gewohnheit entwickeln, in seine Augen zu schauen. Wenn es uns dann gelingt, in die Tiefe zu dringen, die weit, weit hinter seinen Augen liegt, werden wir den Menschen in seiner wahren Identität erblicken. Wir sehen die Wirklichkeit seines Wesens und entdecken, dass Namen nur Masken für Erscheinungen des Gottbewusstseins sind, jenes göttlichen Bewusstseins, das sich selbst als Form zum Ausdruck bringt. Wenn wir wissen, unsere Seele und die Seele derer, denen wir begegnen, ist die eine und einzige Seele, dann entsteht eine spirituelle Beziehung der Harmonie, des Friedens und der Gnade. Solche Beziehungen in unserem Leben sind dann nicht nur dauerhaft, sondern gegenseitig fruchtbar. Allein durch die Erkenntnis, dass Gott die Seele des Menschen ist und dass die Seele des Menschen die Quelle seines Heils ist, können wir uns von der materiellen Lebensweise und von materiellen Dingen befreien. Wenn jemand bei mir Hilfe sucht, so wird er mir als menschliches Wesen nicht bewusst. Indessen ist der einzige Mensch, den ich sehe, ein Mensch, dessen Eigenschaften göttlich sind. Ob er ihnen im jetzigen Augenblick Ausdruck verleiht oder nicht. Bei meiner Arbeit in Strafanstalten habe ich gelernt, die Menschen, die dort eingekerkert waren, nie als Diebe, Mörder oder Kriminelle verschiedener Grade zu betrachten. Ich wusste, was das Wesen dieser Menschen ausmachte, so wie ich auch manchmal besser als sie selbst das Wesen meiner Schüler kenne. Diese sind noch immer etwas befangen in ihrer irdischen Identifikation, von der sie glauben, dass sie teils aus guten,
teils aus schlechten und teils aus neutralen Eigenschaften zusammengesetzt sei. Dieses irdische Wesen ist aber keineswegs sie selbst, sondern eine Person, die sie in ihrem Bewusstsein geformt haben. Eine Person, die durch gewisse vorgeburtliche Erfahrungen, durch die Umwelt ihrer Kindheit und Schulzeit und dann später durch persönliche Erlebnisse in der Welt draußen gebildet wurde. All diese Einflüsse haben nicht einen Menschen, sondern die Karikatur dieses Menschen geformt. Wenn wir aber all dies beiseite legen könnten, wenn es so etwas wie einen letzten Vorhang gäbe und wir in unseren Umkleideraum gehen und uns der ganzen Schminke entledigen könnten, so würden wir sehen, dass wir nur die Eigenschaften Gottes besitzen und keine eigenen, weder gute, für die wir Lob erwarten, noch schlechte, für die wir getadelt werden müssen. Als menschliche Wesen sind wir nicht spirituell und nicht vollkommen. Sie sind ein Mensch und ich bin ein Mensch. Aber hinter der Maske steht Gott, der sich in ihnen und mir als Mensch ausdrückt. Gott, das Unsichtbare, das nach außen als Gott das Sichtbare erscheint. Gott, der Vater und Gott, der Sohn. Eins. Jeder Mensch trägt eine Maske, die seine wahre Identität verbirgt. Tatsächlich ist Persona das lateinische Wort für Maske. Wenn wir aber die Maske der menschlichen Persönlichkeit beiseite legen, entdecken wir, dass der Mensch all das ist, was Gott ist. Die menschliche Persönlichkeit mit ihrem Guten und Bösen, Schönen und Hässlichen, ihrem Reich und Arm, auf und nieder, hoch und tief, verschwindet in der Erkenntnis, hier ist ein individuelles Sein, hier ist Gott, der seine Vollkommenheit und Harmonie ausdrückt. Wir schulden es nicht nur uns selbst, sondern der Welt, dass wir keinen Menschen nach dem Fleisch ansehen, sondern dass wir jeden Menschen so sehen, wie wir von ihm erkannt sein möchten. Gott ist die Seele dieses Menschen. Gott ist sein Geist und seine Intelligenz. Es ist Gott, der sich durch ihn als individuelles Wesen Ausdruck verleiht. Gibt es in der ganzen Welt etwas, das die menschliche Seele mehr ersehnt als diese Anerkennung ihres wahren Selbst? Wenn Petrus sagen konnte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dann deshalb, weil er durch die menschliche Erscheinung hindurch zu blicken und zu erkennen vermochte, was Jesus belebte und was ihn zu einem Heiland und Führer der Welt machte. Äußerlich gesehen war Jesus ein Zimmermann und Rabbi in der jüdischen Synagoge. Petrus aber war infolge seines spirituellen Erkenntnisvermögens imstande, durch diese Erscheinung hindurchzusehen und zu erkennen, dass es in Wirklichkeit Christus war, der als der Mann Jesus wirkte. Es war nicht nur Jesus, der durch den Christus belebt wurde, sondern es sind ebenso Sie und ich. Es gibt tatsächlich keinen Menschen auf der Welt, von dem nicht gesagt werden kann, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Die Kinder Gottes sind diejenigen, die auf jedes Urteil über Gut oder Böse verzichtet haben. Denn Gut ist nur Gott allein. Und das Böse ist nichts als die Hypnotisierung dieser Welt. Wenn jemand so zu denken vermag, hat er den Übergang vom irdischen Menschen zum Kind Gottes vollzogen. Unzweifelhaft gibt es Männer und Frauen, die nicht nach unserem Geschmack sind. Doch wird in einem Augenblick des Übergangs oder der Bekehrung ihre Vergangenheit ausgewischt und plötzlich sind sie neu geworden. Bekehrung geschieht nicht dadurch, dass man in eine Art ätherische Welt versetzt oder in einen ätherischen Körper umgebildet wird,
sondern durch eine Wandlung des Bewusstseins, welches erkennt: Ich bin ein Mensch, und da Gott das schöpferische Prinzip meines Seins ist, bin ich all das, was Gott ist, alles, was der Vater hat, das ist mein. Vom irdischen Menschen in den Christusmenschen verwandelt zu werden, ist nicht die Angelegenheit einer anderen Welt, sondern hier ist Gottes Welt, jetzt und hier ist das Paradies. Dieses ist die Welt, die jeder Visionär zu erreichen träumte. Niemand aber kann den paradiesischen Zustand erreichen, solange er durch das Wissen um Gut und Böse hypnotisiert ist. Die Menschen sind dieselben, doch verändert sich das ganze Bild von dem Augenblick an, wo wir die göttliche Natur der menschlichen Seele wahrnehmen. In uns hat sich die Wandlung vollzogen. Wenn wir erkennen, dass nichts als die Welthypnotisierung diese verschiedenen Erscheinungen hervorbringt, werden wir sie nicht mehr länger bekämpfen, sondern verstehen, dass kein Hypnotiseur je etwas anderes als ein Bild oder eine Vorstellung zustande brachte. Wenn wir die Welthypnose oder den Glauben an zwei Mächte bei uns oder einem anderen Menschen aufheben, sind wir frei. Von diesem Tag an wird auf unserer Stirn ein neuer Name eingeschrieben sein: Ich Bin. Indem wir uns selbst als dieses Ich Bin erkennen, wird dieses Ich Bin sein ein fortgesetzter Zustand, ein ewiges Ist oder Bin, und die Hypnotisierung verschwindet. Wenn uns jemand aufregt, können wir ganz sicher sein, dass wir eine völlig falsche Vorstellung von ihm haben, denn in seinem wahren Wesen ist er Gott selbst, der sich individuell auf Erden offenbart, der Christus Gottes, gegen den wir falsches Zeugnis ablegen. Deshalb sind wir der Sünder und nicht er, da wir falsches Zeugnis wider ihn ablegen, indem wir ein unrichtiges Bild von Gottes eigenem Bild und Gleichnis in uns tragen. Ein Bild, das weit von dem entfernt ist, was dieser Mensch tatsächlich ist. Vermutlich gilt dasselbe für die meisten Menschen, die uns kennen. Wenn sie uns gern haben, ist das Bild viel zu gut, und wir wissen es. Mögen sie uns nicht, so ist das Bild viel zu schlecht, und wir wissen es auch. Nun aber machen wir genau denselben Fehler. Wir denken viel zu gut über einen Menschen, zu dessen Gunsten wir voreingenommen sind, was er menschlich nicht verdient. Der andere aber, gegen den wir falsches Zeugnis ablegen, verdient das ebenso wenig. Vergessen wir also das Gute bei den einen und das Böse bei den anderen und schauen wir, was die spirituelle Wahrheit ist. Das Erste, was wir entdecken, ist, dass wir über seine Abstammung im Irrtum waren, denn Gott ist sein Vater. Was an Vererbung da ist, kommt von Gott. Und die einzigen Eigenschaften, die ein Mensch erben kann, sind diejenigen, die Gott seinem Bild und Gleichnis verleiht, nämlich Leben, Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit, Mitleid, Redlichkeit, Großmut und Wohlwollen. Gottes eigene Eigenschaften sind seine Gaben an seine Kinder. Gott ist persönliches Sein, und deshalb liegt Gottes Gnade über diesem Menschen. Gott erfüllt ihn mit seinen eigenen Eigenschaften. Diese Wahrheit über die göttliche Schöpfung löst jede rein menschliche Vorstellung auf, die wir vielleicht von einem Menschen gehabt haben. Wenn wir das nächste Mal diesen unangenehmen Menschen zu Gesicht bekommen, wird Liebe von uns zu ihm hinüberströmen, weil wir ihn nun eher so sehen, wie er wirklich ist. Die irdische Person, der physische Leib, die finanziellen Verhältnisse und alle menschlichen Leiden und Freuden müssen vergessen werden. Dies ist ein Mensch, und die Wirklichkeit seines Wesens ist Gott.
Solche Erkenntnis kann ihn zu seinem wahren Sein erwecken und die ganze Illusion der Sinne, die ihn gebunden hält, zerstreuen. Gott erscheint als dieses Individuum. Unser Geist gaukelt uns etwas vor. Wir hielten uns an unsere Vorstellungen und glaubten an sie. Nun aber sehen wir, dass diese Vorstellungen nichts als Ideen in unserem Geiste sind. Wenn wir erkennen, dass diese Idee in unserem Geist nicht die Wahrheit ist, dass sie keine Substanz und Wirklichkeit besitzt, können wir Gott als das schöpferische Prinzip des Lebens anerkennen. In unserem Herzen können wir zu diesem Menschen sagen: Ich kenne dich als den, der du bist, als den Sohn Gottes, den Christus. Der Vater in meinem Inneren hat es mir offenbart. Euer Vater weiß. Es gibt einen Weg, nicht durch Macht oder Kraft zu leben, sondern durch die göttliche Gnade. Wenn wir jedoch selbst bestimmen, was wir wollen und wie wir es haben wollen, wenn wir Gott zu erziehen suchen und ihm sagen, wie er wirken sollte, dann geben wir vor, größere Weisheit und Intelligenz zu besitzen als Gott. Und damit versperren wir den Zustrom göttlicher Gnade. Ist das Bitten um Dinge ein Hinweis darauf, dass wir Gott als Intelligenz und Liebe begreifen? Oder schließt es nicht vielmehr unsere Vermutung ein, dass Gott uns etwas vorenthalte? Warum sorgen wir uns um Brot, Wein oder Wasser, wenn uns doch versprochen ist, dass wir in seiner Gegenwart die Fülle des Lebens haben und dass es sein Wohlgefallen ist, seinen Reichtum mit uns zu teilen. Gott besorgt uns nicht einen Apfel oder einen Wagen. Gott ist der Apfel, Gott ist der Wagen. Gott erscheint als. Es gibt nicht so etwas wie Gott und. Den einzigen Beweis, den wir erbringen können, ist deshalb der Beweis der göttlichen Anwesenheit. Indem uns das gelingt, verwirklichen wir ewiges Leben, eine unendliche Fülle von Versorgung, Brüderlichkeit, Frieden, Freude, Schutz und Sicherheit. Eine Forderung aber besteht, nämlich die, Gottes Gegenwart zu haben. Nicht nur leeres Bejahen oder Deklamieren der tiefen Wahrheiten der Schrift, sondern seine Gegenwart. Wo Gott ist, da ist Erfüllung. Und durch die Erkenntnis der Allgegenwart sind alle Dinge bereits da. Gott erscheint als das tägliche Manna. Ich bin das Brot des Lebens. Nicht ich werde es haben oder möchte es haben, sondern ich bin es. Und dieses Ich im Inneren erscheint als das tägliche Brot auf unserem Tisch. Es muss freilich beachtet werden, dass der Mensch infolge seiner materiellen Lebensauffassung irrtümlicherweise annahm, er müsse hingehen und seinen Unterhalt im Schweiße seines Angesichts verdienen. Er müsse ihn zu sich heranziehen, für ihn arbeiten und mit anderen konkurrieren. Mit anderen Worten, dieser Mensch ist ein Materialist, ein Mensch, der etwas erlangen, sich hinzufügen, gewinnen und erwerben möchte. Umgekehrt hat der Mensch, der sich dem spirituellen Weg hingibt, wenig oder gar kein Interesse daran, Dinge anzuhäufen. Handelt es sich dabei um Ruhm oder Reichtum, denn er weiß, dass alles, was der Vater hat, bereits sein ist. Eine materielle Welt ist auf dem unsicheren Grund menschlicher Hoffnungen und Ängste aufgebaut. Der ganze materielle Tempel aber stürzt ein, wenn wir erkennen, dass, weil der Herr unser Hirte ist, wir nach nichts zu trachten brauchen, als uns allein der Wahrheit zu erfreuen, dass Gott sein eigenes Sein
durch unser individuelles Sein auf Erden zur Erfüllung gebracht hat. Gott ist Geist, und wenn unser Beten und Streben sich auf spirituelle Gewahrwerdung richtet, legen wir die materielle Lebensauffassung ab und beginnen zu verstehen, dass die Welt des Geistes, Gottes, eine andere Welt ist, eine neue Welt, in welcher die göttliche Gnade unser Genügen in allen Dingen ist. Gott aber hat nur eine Gabe an uns, die Gabe seiner selbst. Mit unserer menschlichen Weisheit können wir nicht wissen, was Gottes Gnade ist. Die göttliche Gnade entfaltet sich auf Wegen, die wir nicht kennen, in ungeahnten Richtungen. Die göttliche Gnade entfaltet sich auf individuelle Weise. Wenn wir über das Thema der Gnade nachsinnen, entwickelt sich in uns ein Gefühl der Unabhängigkeit von den Gedanken und Dingen dieser Welt. Wenn wir das Gottesbewusstsein erlangen, entdecken wir, dass es nichts gibt als Gott. Gott, der als Blumen, als die Speisen auf unserem Tisch, als die Kleidung auf unserer Haut, als vollkommenes Funktionieren unseres Körpers und Geistes in Erscheinung tritt. Durch Kämpfen und Ringen erlangen wir diese Dinge nicht. Nötig ist allein, dass wir das Schwert in seine Scheide stecken, uns still verhalten und die Rettung durch den Herrn anschauen. Es gibt kein höheres Ziel auf Erden als das Erlangen der inneren Verbindung mit dieser Gegenwart, die uns nie verlässt noch aufgibt. Gott sendet nichts und schenkt nichts. Er schenkt allein sich selbst. Wenn wir die Verwirklichung der Allgegenwart Gottes erlangt haben, herrscht Freiheit von Sorge, Angst, Not und Beschränkung. Taucht eine Schwierigkeit auf, so ziehen wir uns ins Innere zurück und verbinden uns mit dieser Gegenwart. Und zur rechten Zeit erscheint sie in unserem äußeren Leben in gerade der Form, die wir nötig haben. Wenn wir in unserem Bewusstsein dahin gelangen, wo wir menschliche Macht und Kraft, menschliche Meinungen und Urteile aufzugeben vermögen, greift eine unsichtbare, doch für den Menschen, der sie erlebt, durchaus greifbare göttliche Gnade ein. Wir können diesen transzendenten göttlichen Geist nicht sehen, ihn nicht hören, schmecken, berühren oder riechen. Und doch ist er da, hier und jetzt. Wir fühlen ihn und wir kennen ihn. Wenn wir auf unsere menschlichen Rechte, unseren menschlichen Willen oder unsere Wünsche verzichten, sogar auf die guten Wünsche und uns völlig Gottes Willen anheimgeben, bricht das Göttliche herein wie in ein Vakuum. Wenn dies geschieht, fühlen wir eine jede von Gottes Bewegungen, wie sie den Körper durchlaufen, durch Muskeln und Venen bis hinunter zu den Zehen. Wir sind eins mit dem Rhythmus des Weltalls und alles ist gut. Alles, was der Vater hat, strömt nun als göttliche Gnade durch uns hindurch in die Welt hinein, führt uns alles zu, was unser ist, und bringt uns all denen nahe, denen wir angehören. Wir brauchen nicht zu kämpfen, weder im Angriff noch zur Verteidigung. Wir können still sein, ohne Gedanken zu hegen. Wir brauchen nur aufnahmebereit zu sein und Gottes Gedanken in uns einströmen und unser Wesen durchdringen zu lassen. Vergessen wir jedoch nicht, dass der göttliche Geist nie für uns arbeitet. Er wirkt in uns und durch uns, wenn wir uns hingeben und übergeben, selbst unsere Gedanken, auf dass Gott die Führung übernehmen kann. Alle, die das Christusbewusstsein oder die spirituelle Erkenntnis auch nur in geringem Maße erlangt haben, sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Sie erfahren nur wenig von der Sünde, der Krankheit, den Martern, der Not und den Einschränkungen des menschlichen Lebens und bleiben von seinen persönlichen Tragödien unberührt. Wohl wissen sie,
dass diese Dinge da sind, so können sie aus ihrer Verbindung mit Gott heraus anderen helfen. Sie können die Menge speisen, sie heilen und trösten. Selbst aber brauchen sie weder Unterhalt noch Trost, noch irgendetwas von den Dingen, welche die Menschheit als so notwendig erachtet. Sie haben persönliche Macht und persönliche Wünsche aufgegeben, und die Liebe Gottes, die Gnade Gottes und die Herrschaft Gottes angenommen als das Ein und Alles ihres Lebens. Ihr seid das Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es dann allen, die im Hause sind. Wir werden zum Licht der Welt, soweit wir selbst erleuchtet sind. Einige erlangen die Erleuchtung rasch, andere warten, warten und warten darauf, dass ihnen das große Erlebnis zuteil werde. Kommt es aber, so kommt es plötzlich, wenn die Vorbereitung darauf auch viele, viele Jahre des Forschens und Meditierens benötigte. Jahre, in denen wir wenig oder keine Fortschritte zu machen schienen. Dennoch war unser Fortschritt von dem Augenblick an, da wir uns ernsthaft der Verwirklichung zuwandten, groß, wenn auch nach außen hin unbemerkt. Es ist so wie das Abtragen eines Berges. Mit der ersten Schaufel voll Erde, die hinweggetragen wird, beginnt der Fortschritt zur Nivellierung des ganzen Berges. So ist es auch, wenn wir uns der Dichte des menschlichen Selbst bewusst werden und erkennen, dass wir einen Berg von Unwissenheit abzutragen haben. Dann aber scheint es plötzlich wie ein Lichtblitz über uns hereinzubrechen. Wenn wir vom Geist Gottes berührt worden sind, wird dies offenbar an dem Licht, das aus unseren Augen strahlt, und dem Glanz auf unserem Antlitz. Nach außen verändert sich unser Leben. Unsere Beziehungen zu anderen Menschen werden andere. Unser Wesen und unsere Gesundheit ändern sich. Und manchmal verändert sich sogar unsere körperliche Gestalt. Dies alles geschieht aber nur, weil solche Veränderungen die äußere Offenbarung einer inneren Herrlichkeit sind, eines inneren Lichts, das durch die Verbindung mit dem Vater im Inneren erlangt wurde und das uns wieder ins Paradies zurückversetzt. So transparent zu werden, dass durch uns das Licht seine mächtigen Werke vollbringt, ist das Ziel. Nicht wir vollbringen sie, sondern das Licht. Das heißt, das Instrument zu werden, durch welches das Göttliche sich offenbaren und auf Erden zum Ausdruck kommen kann, so wie es im Himmel ist. Wir sind nie die Handelnden, wir sind nie die Ausführenden. Wir sind immer das Vakuum, durch das der Geist strömt. Niemals dürfen wir auch nur einen Augenblick glauben, wir könnten durch unsere spirituellen Gaben persönliche oder spirituelle Macht erlangen. Im spirituellen Leben ist kein Raum für Selbstüberhebung oder persönliche Macht. Gott gibt seine Macht keinem anderen. Gott gibt seine Herrlichkeit keinem anderen. Macht, Herrlichkeit und Herrschaft bleiben immer bei Gott, und wir sind nur Instrumente, demütige Diener, so transparent, dass durch uns das Licht hindurchscheinen kann. Gott findet nur durch das Bewusstsein Zugang zur Welt. Es war auch genauso viel Göttliches auf Erden vor der Zeit Jesu. Doch erst als Jesus erschien und das Gottbewusstsein ihn durchströmte, wurde der Segen wirksam, nicht nur für die damalige Zeit, sondern für alle Zeiten. Was war es in Jesus Christus, das den Sturm besänftigte? Glätteten sich die Wogen, weil er Macht über sie hatte? Oder weil er die Wahrheit kannte, die die Menschheit frei macht, so dass er stillhalten und göttliche Allgegenwart und Macht wirken lassen konnte?
Es bedurfte eines Jesus, um die Macht des Nichtwiderstrebens sichtbar werden zu lassen. Es bedarf immer eines Menschen, durch den das spirituelle Licht scheint und der stillzuhalten vermag und Zeuge von der Gegenwart und Macht Gottes als der einzigen Gegenwart und der einzigen Macht sein kann. Zu allen Zeiten hat die Erleuchtung eines Mose, eines Jesaja, eines Jesus, Johannes oder Paulus die Harmonie für alle offenbart, die fähig und willens waren, sie auf spirituelle Weise zu empfangen. Und doch, wie wir alle wissen, erlebte der größte Teil der Welt, selbst als diese großen Lichter auf der Erde weilten, unsagbares Unheil. Das göttliche Wort vermag nicht in den menschlichen Geist einzudringen. Doch können und wollen wir der Welt helfen, sich über Krieg und Krankheit zu erheben, indem wir das Licht in unserer eigenen Familie sind, indem wir unseren Frieden in uns selbst erhalten und uns von dem Kampf zwischen Gut und Böse zurückziehen. Uns ist es gegeben, uns vom Lärm des Kampfes in unser Inneres zurückzuziehen, ohne zu widersprechen, zu verneinen oder zu kämpfen. In Wirklichkeit gibt es gar keine Macht, der wir physisch, psychisch oder spirituell zu widerstehen brauchten, sodass wir gar kein Schwert nötig haben. Uns ist es gegeben zu wissen, dass wir in Gott leben und weben und sind, wo es keinerlei Dunkel und keinen Kampf gibt. Keine spirituelle Lehre kann je durch den unerleuchteten menschlichen Geist verstanden, geglaubt oder angenommen werden. Der unerleuchtete menschliche Geist kann die Gegenwart des Geistes oder die Gewaltlosigkeit nicht begreifen. Alle menschlichen Wesen sind schlafend in dem Glauben an materielle oder intellektuelle Kräfte, schlafend hinsichtlich der Realität spirituellen Seins, der transzendenten und mystischen Gegenwart und Macht, welche die Menschen Gott nennen. Die Schriften jeder Glaubensrichtung bezeugen, dass es eine transzendente Gegenwart gibt, die, wenn sie angenommen wird, unser Wesen umfängt, die Mitte unseres Herzens berührt und uns von der Welt absondert. So kommt es, dass jede spirituelle Heilung die Wirkung des einzelnen Menschen ist, der ruhig und friedlich wartend in der Stille sitzt. Dann bricht der göttliche Geist durch das Bewusstsein dieses einen hindurch. Die Stimme donnert in der Stille und die Erde schmilzt. Wir werden dieser eine, soweit wir lernen, nichts zu sein, still zu sein und jenes Licht in uns, durch uns und als uns wirken zu lassen. Gott teilt seine Herrlichkeit nicht mit einem anderen. Deshalb wollen wir nicht versuchen, spirituelle Kraft zu entfalten, sondern wollen spirituell demütig sein und Gottes Gnade durch uns und als uns wirken lassen. Gott wirkt durch individuelles Bewusstsein, und zwar durch unser Bewusstsein, sobald wir gelernt haben, still genug zu sein, um den Donner der Stille zu hören. Der von einer Frau geborene Mensch ist sterblich, ein menschliches Wesen, fast völlig von Gott getrennt und nicht unter göttlicher Fürsorge und Gnade. Hat dieses menschliche Wesen aber das transzendente Bewusstsein einmal erreicht, dann wird es ganz zum Christus und kann fortan nicht mehr von ihm getrennt werden. Es ist eins mit ihm, es ist er. In zahlreichen der herkömmlichen Glaubenslehren wird Jesus als der Christus herausgehoben, im Sinn eines von allen anderen Menschen unterschiedenen, getrennten Christusbewusstseins, als ob er das von Geburt an gewesen sei. Andererseits versucht die moderne metaphysische Lehre, Christus von Jesus zu trennen, als ob sie zwei wären.
aber Jesus ist der Christus. Die beiden sind untrennbar und unteilbar eins. Und zwar in solchem Maße, dass heutzutage schon beinahe vergessen ist, dass Jesus Jesus ist. Nur ein Mensch, der die Bewusstseinsverwirklichung eines Jesus erlangt hat, ist fähig zu sagen, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater, der mich gesandt hat. In den ersten Stadien der Erleuchtung besteht noch ein Gefühl der Zweiheit. Doch gibt es einen höheren Bewusstseinszustand, in dem die Person überhaupt nicht mehr da ist. Da gibt es nur noch ich, das sich äußert. Dies ist das Bewusstsein selbst. Es erscheint nur in den allerhöchsten Augenblicken unseres Erlebens, wenn die Gegenwart das einzige Sein ist, das ich bin. So war es, als Mose über das Menschsein hinausgelangte und sagte, ich bin, der ich bin. So war es, als Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das ewige Leben. Ich bin die Auferstehung. Selbst wenn wir den Gipfel des Berges nicht erreichen, wollen wir dankbar sein, dass wir dorthin gelangt sind, wo wir erkennen, dass in uns etwas ist, das größer ist als wir. Etwas, das größer ist als unser Geist, unsere Erfahrung und unsere Erziehung. Etwas, das unseren Geist und unseren Körper benutzen kann. Das Ziel besteht in der Gewahrwerdung, dass wir als Mensch ein Nichts sind. Wir werden nur etwas, wenn wir von dieser inneren Gegenwart überragt oder überschattet werden. Wenn dieses Bewusstsein erlangt ist, ist es das, was die Wunder bewirkt. Wir müssen deshalb unser ganzes Leben daran setzen, dieses Licht, das transzendentale Bewusstsein zu erlangen. Wenn wir so von der Gnade Gottes erfasst worden sind, dass wir kaum noch aufhören können zu forschen und zu meditieren, dann tun wir alles, was getan werden kann. Wir können das Herankommen dieses Tages nicht beschleunigen. Wir können sein Kommen verzögern, indem wir den inneren Drang, mehr zu meditieren oder mehr zu lesen, unbeachtet lassen. Aber wir können es nicht beschleunigen. Es kommt zu seiner rechten Zeit und auf rechte Weise. Ein menschliches Wesen kann dies nicht von sich aus tun, denn ihm bedeutet das Wort Gottes eine Torheit. Es hat keine Zeit und keine Geduld dafür, und manchmal ist es ihm sogar zuwider. Wenn ihm aber gerade so viel Gnade zuteil wurde, dass es sich genötigt sieht, weiterzulesen, das Wort zu hören oder zu meditieren, dann wird es seiner letzten Verwirklichung entgegengeführt. Wenn dieses Bewusstsein über uns kommt, gibt es keine anderen Mächte. Und was etwa als Macht erscheint, löst sich auf. Nicht, als ob es etwas wäre, das überwunden wurde, sondern vielmehr wie ein Nichts, das dahin schwindet. Die Welt muss durch meinen Geist errettet werden. Aber dieser Geist wirkt nur durch das Bewusstsein eines Menschen, der sich ihm öffnet. Wir brauchen keinerlei tiefe Metaphysik. Wir brauchen nur die schlichte, simple Wahrheit zu verstehen, dass die stille, sanfte Stimme die Macht ist, welche die Illusionen dieser Welt zerstört. So löst der Irrtum sich auf, wenn wir ruhig und still dasitzen, ein Zeuge der göttlichen Macht, und zuschauen, wie sich Harmonie auf unsere ganze Umgebung senkt. So werden wir Schritt für Schritt gestärkt, bis der Tag kommt, an dem wir erkennen, dass wir nun nach Belieben in Gott ruhen und jenen göttlichen Geist, der uns durchströmt, jenes Gewand, das uns umhüllt, zum Gebet, zum Segen, zur Heilung für unsere Umgebung und für die ganze Welt werden lassen. Wir werden zum Licht der Welt, indem wir eine Bewusstseinshaltung einnehmen, in der wir die Irrtümer dieser Welt nicht bekämpfen, sondern vollkommen still werden und es dem Geist Gottes überlassen,
die Bilder der Sinne aufzulösen und auszulöschen. Wir kämpfen nicht mehr gegen den Irrtum an, sondern wir ruhen und entspannen uns und schauen, wie Gott auf der Erde und im Himmel wirkt. Wir sind das Licht in unserer Umgebung. Wir sind der eine, der der Beeinflussung durch Angst, Zweifel, Hass, Misstrauen, Neid oder Bosheit nicht erliegt. Wir sind derjenige, der zum Felsen für seine Umgebung wird, zum Fels der Stille, die den Frieden in uns aufquellen und über unsere Umgebung ausströmen lässt. Die stille, sanfte Stimme. Die Welt ist an einen Punkt angelangt, wo sie über die Macht und über den menschlichen Geist hinausgehen muss. In einem Augenblick der Leere und der Enttäuschung, wenn auf nichts in der Welt mehr Verlass ist, kommt die Antwort als die Stimme Gottes selbst. Eine Stimme so leise, dass sie nur in der Stille gehört werden kann. Da aber donnert sie. Nur eines ist dann für uns wichtig: die Fähigkeit, still zu sein und Gott selbst sich als die stille, sanfte Stimme in uns vernehmen und offenbaren zu lassen. Der Zustand der Welt lässt unsere persönlichen Probleme heute winzig erscheinen. Im Grunde handelt es sich nur um ein Problem: materielle und mentale Macht über meinen Geist. Es gibt nur einen Feind, den universellen Glauben, dass die Kraft der Materie oder des menschlichen Geistes die Welt regieren könnte. Sind denn materielle und geistige Mächte wirklich Macht? Oder ist die stille, sanfte Stimme die einzige Macht? Die Antwort lautet, dass in der sichtbaren Welt keine Macht liegt und dass alles, was objektiv in unserem Geist existiert, keine Macht ist. Deshalb wollen wir nie ein Bild in unserem menschlichen Geist fürchten, ob dieses Bild nun ein Mensch, eine Krankheit oder sogar eine Bombe ist. Jene stille, sanfte Stimme in unserem Inneren ist mächtiger als sie alle. Wenn wir so still zu werden vermögen, dass diese Stimme sich vernehmen lässt, wenn auch nur als tiefer Atemzug oder als ein Gefühl von Frieden oder Wärme, dann wird diese Erde von der Stimme Gottes erfüllt und der Glaube an zwei Mächte zum Schweigen gebracht. Wenn wir mit dem Feind kämpfen und ringen, sei es ein materieller Feind außerhalb unserer selbst oder einer in uns, in unserem Geist, dann werden wir keinerlei Siege erringen. Dieses Stillhalten bedeutet nicht nur Verzicht auf die Macht unseres Körpers und Geistes, sondern auch auf die Macht des göttlichen Geistes. Es ist ein völliges Sich-Hingeben in ein Meer von Frieden. Wir können und werden die Frucht dieser Stille und Ruhe erleben, weil in der Stille ein Wunder geschieht. Der Feind zerstört sich selbst und verschwindet aus unserem Leben. Er löst sich auf und schmilzt dahin, sei dieser Feind ein Fieber, ein Mensch oder eine Nation. Wir gebrauchen nicht einmal göttliche Macht. Unser Stillsein aber erlaubt der göttlichen Macht, uns zu gebrauchen. Unser Teil ist es, uns vom Gebrauch der Macht in eine Stille zurückzuziehen, die donnert. Ich bin Gott. Sei du deshalb still und ruhe, denn ich will mit dir sein bis an der Welt Ende. Du aber sei ruhig, sei still. Wenn wir zur Ruhe gekommen, wenn wir still geworden sind und den Geist Gottes, unseren Geist und Körper durchdringen ließen, dann geht etwas, das größer ist als wir selbst, vor uns her und bereitet uns den Weg. Feindschaft und Gegnerschaft lösen sich auf und wir ruhen in uns selbst und staunen. Eine mächtige Tat. In einer vollkommenen Stille, in der wir uns nicht bemühen, Gott, die Wahrheit oder eine Macht über oder für jemanden zu gebrauchen,
geschieht in unserem Inneren etwas, das die Probleme des Lebens auflöst und unseren Weg zu einem Weg der Freude und Erfüllung macht. Die einzig wirksame und machtvolle Waffe gegen die Mächte, welche die Welt sowohl physisch wie geistig zerstören wollen, ist die Stille, die aus der Überzeugung kommt, dass da ein Etwas ist, das unser Weltall erschuf und es bis in alle Ewigkeit erhalten wird. Es ist die Fähigkeit, uns in diese Stille hineinzugeben und jenes Etwas seine Aufgabe erfüllen zu lassen. In dieser Stille finden wir die Allheit. In dieser Ruhe und diesem Vertrauen finden wir unsere Kraft und unseren Frieden. Das ist unser Sabbat, das vollständige und vollkommene Universum des ersten Schöpfungsberichts, in welchem wir aller Macht entsagen und nach dem Ich aber sage euch der Bergpredigt leben. Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Wenn uns Schwierigkeiten irgendwelcher Art begegnen, Konflikte, Feinde, Hass, Verfolgung, Ungerechtigkeit, schauen wir nicht mehr nach Hilfe aus und versuchen nicht, sie physisch oder geistig zu beseitigen, sondern wir ruhen in seinem Wort. Wir enthalten uns aller Macht und Gott wirkt das Wunder. Das Grollen des Donners aus der tiefen Stille meines Friedens hallt wieder und wächst an, bis zuletzt jede Schranke zerbricht. Das mächtige Brausen der Stille schwillt an, bis ihr Donner die Schleier der Illusion zerreißt und Gott sich offenbart in seiner ganzen Majestät, seiner Herrlichkeit und seinem Frieden.